Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem Kanal und ich wollte einmal ganz kurz sagen, dass dieses Video unterstützt wird, nämlich von The Land, Bigger Better Baden-Württemberg. Und was genau das für eine Serie ist, das werde ich euch am Ende des Videos erzählen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Reaction. Das Team hinter Seven vs. Wild. Ich bin ganz gespannt auf dieses sehr, sehr, sehr coole Video. Die sind alle super, super, super toll. Und ja, nochmal dicken Shoutout natürlich an Dave für dieses wunderbare Format, das nach uns mehr hinter die Kulissen blicken lässt von dieser tollen Serie. Deswegen sage ich, gehen wir rein. Machen einen Sprung zurück und begleiten das Team nach dem ersten Scouting und der Entscheidung für eine Insel auf ihrer Reise nach Panama. Wochen bevor die Teilnehmer anreisen. Zeigen ihr erstes Zusammentreffen und erklären, wer eigentlich dabei ist und welche Aufgabe sie übernehmen. Wir wünschen viel Spaß mit den ersten Einblicken ins Team Basecamp und dem wirklichen Produktionsstart von Seven vs. Wild Staffel 2. Na? Moin. Moin. Clemens. Freut mich. Hi. Moin. Freut mich. Hi. Hi. Dave. Geil, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Na klar. Wie bitte? Nur den. Die Birkenstocks, bodenständig. Also logistisch ist es schon eine ziemliche Herausforderung, am anderen Ende der Welt so eine Serie machen zu wollen. Es ist schon teilweise schwierig mit Kamera-Equipment zu reisen, aber diesmal hatten wir Macheten, Medikamente, für die du einen Ärzteschein brauchst, die verschreibungspflichtig sind. Ja. Alter Schwede. Landet das hier und das auch. Wir hatten Sauerstoffflaschen dabei, die aussahen wie Bomben. Ich weiß gar nicht. Und es waren einfach viele, viele Koffer mit viel, viel Zeug, was man eigentlich nicht dabei haben will. Und das auch gar keinem erklären will, warum man das unbedingt braucht. Zum Glück hatten wir diese ganze Produktion. Ja, besonders fangen wir an, das irgendwelchen panamesischen Behörden zu erklären. Also angemeldet, sodass es dann zumindest hier in Panama oder mit Macheten easy war, das Zeug durchzubringen. Also es hat wieder erwarten kaum Probleme gemacht. Wo man aber auch sagen muss, vor allem Paddy hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, hat bei den Airlines angerufen und gesagt, ey, können wir 25 Powerbanks transportieren? Weil da gibt es dann auch Limits, ne, Batterien, irgendwie darf man nicht endlos viele mitnehmen. Und wie ist das mit Sauerstoffflaschen? Was müssen wir da beachten? Ja, es ist schon aufwendig. Zum Glück waren wir viele Leute und konnten das irgendwie auf viele Schultern verteilen. Aber wir waren sehr, sehr glücklich, als dann am Ende alles da war, vollzählig, die Koffer durchgezählt. Alles Lebenswichtige für uns, für die Serie war dann da. Das war schon cool, ja. Krass. Wirklich krass, ey. Zwölf Stunden Flug haben wir hinter uns, gerade großes Zusammentreffen vom ganzen Team und den Wandermut-Jungs, zumindest der Teil des Teams, der jetzt schon hier ist. Es kommen ja die ganzen Teilnehmer in der kommenden Woche noch hier an. Wir sind jetzt in Panama City, von hier geht die Reise weiter in den Dschungel auf die Insel. Hier jetzt erstmal ankommen, den Jetlag in irgendeiner Weise besiegen und dann geht's weiter. Dann geht's richtig in die Planung, alles vorbereiten und alle sind heiß, alle sind aufgeregt und keiner weiß so richtig, was uns erwartet. Crazy. Das erste Mal hat sich das Team in Panama City getroffen und bei Wandermut wir kannten Max und Johannes natürlich schon, aber wir waren natürlich auch gespannt, okay, wie sind die anderen alle drauf? Und was wir echt gemerkt haben ist, das Team hat einfach vom ersten Moment an richtig cool gevibed. Du hast halt gemerkt, okay, wir haben hier so eine junge Truppe am Start, ne? Und obwohl wir eigentlich begrenzte Mittel haben, verglichen mit irgendwelchen riesigen Produktionen, hast du hier einfach ja, eine junge Truppe, die da rausgeht, die Bock hat, den Status Quo zu challengen. Aber wer ist das Team überhaupt? Johannes und Max kennt ihr schon. Das sind die beiden Mitgründer. Das ist halt auch so krass, also wenn ihr gleich sehen werdet, wie viele beziehungsweise eigentlich wie wenig Menschen es nur sind, die dieses Projekt gestemmt haben. So, das muss man sich erstmal zu Gemüte führen. Also was Seven vs. Wild besonders jetzt auch in der zweiten Staffel geworden ist und was es für ein riesiges Projekt ist, was für Schlagzeilen das irgendwie schlägt. So wie heftig dieses Projekt ist. Und wenn man dann wirklich sieht, wie wenig Menschen das eigentlich nur wirklich hinter den Kulissen waren und die das alles gestemmt haben, die da wirklich Tag und Nacht ihr Herzblut reingegeben haben. Also wirklich, wow, Hut ab. Die sich von Wandermut, also Tom und Martin als Gründern und Paddy als Projektleitung, Organisationsunterstützung geholt haben, um vor Ort alles zu regeln. Die richtige Insel zu finden, die Helikopter zu organisieren und vieles mehr. Für die Rettung und Versorgung in Notfällen gab es ein vierköpfiges Team, das aus Islam, Thorsten, Björn und Clemens bestand. Islam ist Facharzt für Gefäßchirurgie, Notarzt und vor Ort dafür da, wenn jemand über die medizinische Erstversorgung hinaus... Das ist halt auch wirklich... Giga-Chat, ne? Facharzt für so Gefäßchirurgie ist halt auch, klingt auf jeden Fall heftig. Das ist wirklich wow.
What a man. What a man. Wirklich. Islam. Das ist wirklich ein richtig harter Hund. Thorsten, den ihr schon aus der zweiten Folge kennt, ist Automatik-Ausbilder und Rettungsassistent. Björn ist ausgebildeter Notfallsanitäter und vermutlich Hammer. Derjenige im Team, der die meiste Notfallerfahrung mitbringt, da er schon seit Jahren im Job arbeitet. Und last but not least, Clemens, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Wie genau dieses Team agiert und wie es in einem Notfall abläuft, erfahrt ihr in den nächsten Folgen an einem realen Beispiel. Vergesst also nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um diese und alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Natürlich muss neben der medizinischen Versorgung und der Organisation aber auch gefilmt, fotografiert, animiert und geschnitten werden. Johannes und Max kommen hier auch wieder ins Spiel, sind Produktionsleiter, filmen auch selber, machen Regie und schneiden. Das ist halt auch krass, wo man sich irgendwie denkt, so ja, alle denken immer, dass da so krasse Cutter irgendwie im Hintergrund sind, wo ich mir denke, ja, das ist auch ein super kleines Team, super wenig Menschen. Ist Drohnenpilot, Cutter und DOP, was Director of Photography heißt und so viel bedeutet wie, er ist der entscheidende Mann an der Kamera für das gesamte Projekt. Und ich, Dave, bin angereist, um für euch dieses Behind-the-Scenes zu produzieren und zu filmen. Bin aber auch irgendwie dann im Team für die Hauptserie gelandet und habe dort auch mitgefilmt. Rico steckt hinter allen Animationen, die ihr in der Hauptserie seht, und er ist vor Ort hauptverantwortlich für Fotos, aus denen ein unglaublicher Bildband mit exklusivem Material, Interviews der Teilnehmer und des Teams und weiteren Sidefacts entstanden ist. Rico auch absoluter, ich liebe jeden in dem Team, wirklich, die sind alle so toll. Und Leute, der Bildband wird richtig heftig. Ich habe gerade vor 3 Tagen oder so noch mein sozusagen finales Interview abgegeben für den Bildband und das wird echt toll. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn der raus ist, oder bestellt ihn euch vor. Wirklich. Das wird richtig cool. Auch nochmal was in der Hand zu haben, sowas Festes. Also falls ihr große Seven vs. Wild Fans seid oder einfach noch ein bisschen mehr Hintergrund wissen wollt und halt auch exklusive Bilder und so, ist schon sehr cool. Darüber hinaus gibt es einen Fotokalender, Poster und verschiedenste Bundles. Also für jeden etwas dabei und vermutlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Seven vs. Wild Verrückten. Checkt die Produkte über den ersten Link in der Videobeschreibung ab und viel Spaß mit den Fotos. Natürlich brauchen wir aber auch Unterstützung der Einheimischen. Nindo stellvertretend für alle 4 Bootskapitäne. Roberto, unser Helikopterpilot, der genau wie die Bootsführer neben dem Scouting auch die ganze Zeit in Bereitschaft für eine potenzielle Rettung zur Verfügung standen. Roberto heißt eigentlich nicht wirklich Roberto, mit den Helikopterpiloten gab es allerdings während und nach der Produktion so Riesenprobleme, dass wir ihren Namen ändern mussten. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Natürlich haben wir aber auch einige helfende Hände dabei. Manu als Finance, Rita als Arzthelferin und Julian hinter der Kamera. Jeder hat Aufgaben erledigt, die über den eigentlichen Tätigkeitsbereich hinausgegangen sind und nur so konnten wir dieses Riesenprojekt in dieser Form umsetzen. Also hier ein Riesendankeschön an jeden Einzelnen aus dem Team für ihre Arbeit und die unheimlich aufregende und lustige Zeit. Vielen Dank. Hi. Hola. Hallo. Bei so einer Produktion mit so vielen Leuten ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, wann er wo gebraucht wird, wann ist wer wo, vor allem wenn man das Team splitten muss, also ein Teil des Teams hier auf San Jose und ein Teil in Panama City oder vielleicht sogar noch in Deutschland, dass jeder trotzdem weiß, okay, wann muss ich am Flughafen sein, wann muss ich die Fähre betreten, wann muss ich mir ins Taxi setzen, wann muss ich was essen, wann muss ich scheißen. So, das muss eigentlich alles klar sein, weil sonst hast du irgendwann das Problem, dass irgendjemand irgendwo ist, wo er nicht sein soll und dann fehlt er irgendwo. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, so einen Ablaufplan zu machen. Den haben wir gemeinsam mit Wandermut erstellt, weil die ja größtenteils... Können ja nicht alle so kopflos wie die Teilnehmer sein, ne? ...logistisch verantwortlich waren. Und das hat dann dazu geführt, dass der Hauptteil des Teams 3 Tage nach Wandermut hier eingetroffen ist. Und dann gingen die finalen Vorbereitungen hier in Panama los. Wir haben sehr, sehr Bock auf die nächsten Tage. Es werden anstrengende Tage, es werden aber auch geile Tage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle zusammen ziemlich geil machen werden. Für alles, was Orga, Logistik angeht, sind hier die Wandermut-Leute, die, ich werde es nicht übertreiben, aber wahrscheinlich 70-80% dafür gesorgt haben, dass das Ganze überhaupt läuft, wie es läuft. Ja Leute, auch von uns erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo. Damals war es noch alles. Die Idee der Vision, man könnte das hier in Panama machen und allein um diese Insel, die ihr dann morgen sehen werdet, das ist einfach schon ein krasser Shot, wir werden ja das Glück haben, mit einem Flugzeug hinzufliegen. Und wenn ihr einfach schon seht, dieser Urwald, dieser Dschungel auf euch zukommt, das hat dieses richtige Jurassic Park Feeling. Dann werdet ihr sehen, warum es diese Insel geworden ist. Für uns ist es einfach krass, weil wir jetzt seit 6 Monaten darauf hinarbeiten. Wir haben gesehen, was ihr einfach vorher schon geschafft habt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Planung
so bei 90-95% abgeschlossen. Das sind jetzt noch die letzten kleinen Hindernisse oder die letzten kleinen Challenges, die wir hier meistern müssen. Aber das ist jetzt wirklich nur das letzte bisschen, dann haben wir das auch. Jetzt ist erstmal wichtig, anzukommen, den Ausblick zu genießen, was auf uns zukommt, denn das wird der Hammer werden. Das wird richtig gut werden. Und ich gebe einmal noch an Paddy, bevor wir anstoßen, an den Ablaufplan für morgen und dann stoßen wir final an und dann geht's ab ins Bett. Ganz kurz, morgen und den nächsten Tagen, ich werde mich kurz fassen. Paddy auch. Sehr großer Paddy-Fan hier auf der Seite, wirklich Hammer-Typ. Ja, im Großen und Ganzen, uns erwarten jetzt ein paar spannende Tage auf der Insel. Ne, wir werden auf jeden Fall noch eine intensive Zeit haben, bevor es losgeht. Es wird sicher noch das eine oder andere Last-Minute-Drama kommen, aber es wäre ja auch langweilig sonst. So, Leute, ob das ein Hammer-Projekt wird, ja. Doch wieder los wird. Jawohl. Jetzt gerade alles gepackt. Man sieht es hier, das Auto ist wirklich bis zum Rand vollgepackt. Tetris für Fortgeschrittene und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Alpen Flughafen. Dort packen wir alles in die Cargo-Flugzeuge und dann fliegen wir nach Isla San José. Lässt die Anspannung so ein bisschen nach gestern? Die Anspannung lässt nicht nach. Max! Ja, die plant auch mal eine Wandermut-Expedition nächstes Jahr. Oh, wie cool, Creepy. Wie cool. Das ist ja ultra nice. Ach, wie cool. Ja, wirklich Wandermut, ey. Ich bin auch ganz gespannt. Hab auch richtig Bock, mit den Jungs nochmal was zu machen und mit denen nochmal irgendwie auf Tour zu gehen oder so. Bin da ganz gespannt. Einfach nochmal Inselabenteuer mit Wandermut. Let's go! Okay, es geht los. Mit zwei Propellermaschinen jetzt hier vom Festland auf die Insel. Winzige Maschine, insgesamt zwei Flugzeuge, ein Cargo-Flugzeug noch. Es wird ein Fest. Let's go. Dave könnte mit dem Schnauzer und dem Flugzeug einfach auch basically bei Top Gun einfach mitspielen. Wirklich. Schon, dass wir wirklich in ein Gebiet vordringen, was absolut unangetastete Natur ist. Nur wenige von uns, die hier im Flugzeug sitzen, waren schon mal auf der Insel. Für den Großteil von uns ist es das allererste Mal und wir können jetzt schon vor den Teilnehmern sehen, was sie so ein bisschen erwarten wird. Also hier ist wirklich Dschungel, wirklich Natur. Es ist unglaublich. Mich würde voll interessieren, absolut ist gar nicht zum Thema, aber was Dave für eine Kamera benutzt. Sein Gesicht ist ja komplett im Fokus und alles andere ist so ein bisschen blurred. Und also das ist so eine gute Kamera. Ich will es auch. 500. 300. 50. 40. 30. 20. 10. Jetzt sind wir auf der Insel. Okay. Erstmal klatschen. Hey, wichtig. Was für ein Erlebnis mit dem kompletten Team hier auf die tropische Insel. Winziger Flughafen, winzige Landebahn, Wale auf dem Flug gesehen. Also das, was wir jetzt schon von der Insel gesehen haben, bedeutet eine absolute Tortur für die nächsten 7 Tage und die 7 Teilnehmer. Das sieht wirklich menschenunfreundlich aus für Leute, die keine Ahnung vom Dschungel haben. Hey! Über eine der wenigen Straßen, wenn man sie Straßen nennen kann, ging es dann fürs gesamte Team Richtung Hacienda, die für die nächsten Tage und Wochen Unterkunft fürs gesamte Team sein sollte. Nice.
wunderschön. Es ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Wow. 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 Oh, wow. Ja, haben wir zu viel versprochen? Alter. Einfach Fluch der Karibik. Ist einfach der schönste Ort der Erde hier. Ach du Scheiße. Also vor uns absolut unglaubliche, atemberaubende Küste. Palmen mit Kokosnüssen, weißer Sandstrand. Es sieht unglaublich aus und wir wissen, dass wir das in den nächsten 7 Tagen natürlich super entspannt genießen können, während die anderen vermutlich zu kämpfen und zu leiden haben. Oh, wow, ey. Was ein Ausblick. Erster Eindruck. Der Hammer! Paradies! So, wir müssen alle schwimmen gehen, instant. Yes! Komm, Isla, wir müssen runter ans Meer! Natürlich sind wir nicht zum Spaß extra früher angereist. Es gibt eine Menge zu organisieren. Es gibt verschiedene Teams, die sich alle in ihren Bereichen organisieren müssen. Das Medical Team muss alle Medikamente vernünftig sortieren, alle Eventualitäten beseitigen. Es muss richtig viel organisiert werden. Natürlich müssen aber auch die Spots abgecheckt werden und es muss entschieden werden, welche Spots tatsächlich gewählt werden. Glücklicherweise waren Max und Johannes früher schon mal hier und haben schon eine grobe Auswahl getroffen. Wer genau aber welchen Spot bekommt, darum müssen wir uns jetzt kümmern. Wir fahren mit dem Boot raus um die komplette Insel und machen uns davon mal ein genaueres Bild und wählen mit professioneller Unterstützung aus, wer wo ausgesetzt wird. Wilde Sonnenbrille, sehr schnell, sehr viel km/h. Alter, Gigachat. Empezamos acá, paramos y vamos a ver la playa. Oh, ist das schön, ey, was für Aufnahmen. Diese Drohnen-Shots auch, yo. Hinter uns krachen gerade die Wellen an die Felsen, viel stärker als ich selber gedacht hätte. Aber klar, wir sind im Pazifik unterwegs, hier hat es ordentlich Welle. Ziemlich problematisch, hier irgendwen ins Wasser zu schmeißen. Glücklicherweise ist aber keine Flut, während wir die Teilnehmer aussetzen, sondern genau zwischen Ebbe und Flut. Also da sollte das Wasser sich ziemlich entspannen. So ist das wirklich problematisch. Also wenn man kein guter Schwimmer ist, wenn man keine Flossen dabei hat, dann ist es eigentlich nicht möglich, hier irgendwen auszusetzen, würde ich jetzt als absoluter Laie sagen. Zum Glück haben wir Profis dabei, die uns dabei helfen können, das ein bisschen besser auszuloten. Die werde ich gleich auch nochmal alle zu Wort kommen lassen. Aber das sieht schon wirklich heftig aus. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Schweden letztes Jahr. Da habe ich übrigens auch schon verkackt, also da hat sich mal Wellen gebrochen. Ach Dave, darf nicht so hart mit sich sein. Also wow. Wirklich unglaublich. Wir sind mitten in der Natur angekommen. Das hier ist untouched und das merkt man. Der Großteil von uns hat gerade zum ersten Mal einen Wal aus wenigen Metern Entfernung gesehen. Hier ist Leben, hier geht's richtig ab und wir sind hier zu Gast. Wir werden uns natürlich dementsprechend verhalten, aber wirklich ein einmaliges Erlebnis. Das ist der absolute Oberhammer. Der erste Spot hier direkt hinter uns, etwas problematisch. Der Profi, der Einheimische, hat uns gerade direkt gesagt, dass mit dem Aussetzen durch Strömung hier wirklich schwierig werden könnte, dass die Bedingungen nachmittags schon deutlich besser sind und sie sind schon nicht gut. Gerade bei unerfahrenen Teilnehmern ist das eigentlich nicht machbar. Wir fahren erstmal weiter zu anderen Spots und schauen, ob wir was Besseres finden. Sieht idyllisch aus, aber wenn es so gefährlich ist, dass wir die Rettungsaktion direkt nach dem Aussetzen starten müssen, dann hat keiner was davon. Und es ist so gefährlich, dass er uns gerade sogar davon abrät, selber hier an Land zu gehen. Also, das ist wirklich kein Spaß. Das ist nicht gut. Also, mich hat es jetzt schon erwischt. Ich bin jetzt seekrank geworden hier. Oh, nein. Bei den Wellen. Also, Johannes auch jedes Mal auf der Arme. Was ist das? 3-4 Meter Wellen? Jo. Ich glaube, hier hat man Spaß, wenn man ein bisschen schwimmen geht.
Und so brechen wir auf an Tag 2, weiteres Scouting. Alle Plätze müssen gesichtet werden. Gestern war leider nicht so viel Kram dabei, dass wir sagen könnten, das hätte gereicht. Heute geht es an die etwas vielversprechenderen Spots. Nicht alleine, sondern mit dem gesamten Medical Team. Wir sind mit 2 Booten dieses Mal unterwegs, also noch ein größeres Team, damit wir dort auch checken können, alle Bescheid wissen und bin gespannt, was uns erwartet. Crazy. Wir sind heute nochmal raus, um alle Spots zu checken. Wir haben insgesamt 14 Stück und wir werden alle prüfen auf die Survival-Ressourcen. Krass. Wir werden schauen, ob es tief genug ist, um da den Helikopter Drop-off zu machen und wir werden dann halt noch schauen, wie gut die geeignet sind, also machen die sich gut auf Kamera und ich hoffe, dass wir am Ende des Tages 7 finale Spots haben für die Teilnehmer. Also der Spot ist halt ein kompletter Jackpot, weil man hat einfach die Süßwasserquelle direkt am Aussetzungspunkt. Komplett alles Sand, also überhaupt kein Problem, hier jemanden aus dem Helikopter zu schmeißen. Das ist ein sehr geiler Spot auf jeden Fall, mit mega viel Ressourcen, mega viel Müll, der aber geil zum Craften ist für die Teilnehmer. Auch wieder ein sehr geiler Spot. Also wir haben jetzt gerade noch zufällig einen Spot gefunden und der ist ein absolutes Paradies. Nice. Da oben haben wir Kokosnüsse. Let's go. Also 2 Paar Schuhe. Aha. Knolli! Ja, das ist halt Paradise. Ja, das machen wir nicht. Nein! So, vorletzter Spot. Sehr rough. Sehr große Felsen hier im Wasser teilweise. Auch Kokosnüsse. Sehr hoch. Okay, da vorne wurde gerade gesagt, geht's noch deutlich geiler weiter. Uiuiui. Ja, komplett epischer Spot, würde ich sagen. Und zum Abschluss der Erkundungstour haben wir uns hier ein absolutes Schmankerl aufgehoben. Wahrscheinlich mit der schwierigste Spot. Eine Flussmündung, die ins Meer reinführt. Also wirklich absolutes Paradies für die Salzwasserkrokodile, die es hier gibt. Es sieht jetzt schon beängstigend aus und die Sonne ist nicht mal untergegangen. Also ich habe nicht mal Bock, hier aus dem Boot herauszusteigen. Da könnte man abgesetzt werden, theoretisch. Ui. Boah. Das wäre halt Horror, ne? Ah, das ist ein Krokodil! Ist es eins? Das Ganze ist wirklich kein Witz. Wir sind gerade 50 Meter in den Mangrovenwald hier reingefahren. Irgendwo hier trifft sich Süß- und Salzwasser und auch 2 Krokodile. 2 richtig dicke Oschis. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass die Dinger beißen können, dass sie hier sind. Dieser Spot, wenn den jemand bekommt, ist kein Witz. Flug hin, Wale. Otto, einfach Giga-Chat, ey. Heute Stingrays, Wale. Nice Sonnenbrand auch, Bro. Es ist unglaublich, wirklich. Ich sehe Dave hier, ausgesetzt. Ja. Ein Tag fürs Making-of? Auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Nach 5 weiteren unheimlich anstrengenden Scouting-Tagen, an denen wir mehrere Stunden auf dem Boot verbrachten, um Drohnenshots von allen Spots in allen Gezeiten und Tageszeiten sammeln zu können, Spot einzeln abgetaucht sind, unglaubliche Begegnungen mit wilden Tieren hatten und die verrücktesten Naturspektakel erleben durften, konnte sich endlich final für Spots entschieden werden. Am letzten Tag des Scoutings, auf dem Weg zurück zur Hacienda, sollte uns aber eine ziemlich besorgniserregende Nachricht vom Team aus dem Basecamp erreichen. Schnittwunde! Oh, Scheiße! Es gab den ersten Einsatz. Oh. Eieieiei. Was eine coole Folge, wirklich. Ich schätze die Behind-the-Scenes-Serie, den Aufwand dahinter so wert, wirklich. Das ist so schön auch. Ich glaube, für die Zuschauer natürlich auch 100%, aber auch als Teilnehmerin. Bin ja wirklich so dankbar, dass ich, wie gesagt, bei Seven vs. Wild teilnehmen durfte. Und das wäre ohne dieses wunderbare Team nicht möglich gewesen. Deswegen ist es super schön, auch selber mal hinter die Kulissen schauen zu dürfen, weil ich ja ganz viele Abläufe natürlich selber nicht mitbekommen habe. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und stopp, noch nicht abschalten. Ich wollte euch ja mal ganz kurz was über The Land Bigger Better Baden-Württemberg erzählen. Und in dieser Serie geht es um den jungen Werber Marc. Und Marc wurde beauftragt, einen Imagefilm für The Land zu produzieren, bei dem es mit dem Ziel ist, neue Fachkräfte ins Land zu locken. Und Marc hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst und möchte deswegen so einen richtigen Blockbuster daraus machen. Und startet in einen Roadtrip, bei dem er Landschaften filmt, Unternehmen, Erfolgsgeschichten. Also gibt sich da richtig viel Mühe. Und realisiert aber während des Roadtrips, dass ein Ort vielleicht nicht so aufbrausend und anmaßend sein muss wie Seoul oder Silicon Valley, sondern dass es da weitaus
mehr Komponente und Gründe gibt, warum etwas ein Sehnsuchtsort für Leute darstellen sollte. Und das Ganze ist unglaublich humorvoll und auch sehr authentisch inszeniert. Und falls ihr Bock habt, euch die Serie anzuschauen, hier unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und passt auf euch auf. Bis ganz bald!